Ja, schlechte Neuigkeiten aus Thailand, darum ein kurzes Video dazu. Wobei ich muss gleich von Beginn an sagen, es ist noch nicht sicher. Das wird in den nächsten Tagen wahrscheinlich im Kabinett besprochen, was ich jetzt sage. Und wir hoffen mal, dass es nicht umgesetzt wird. Hallo Leute, das ist der Mario aus Thailand. Ja, soeben hat der Gesundheitsminister von Thailand in einem Interview bekannt gegeben, dass sie Test and Go, wie wir es heute kennen, also mit Einreise als vollständig Geimpfter, dann warten, bis man das Ergebnis vom PCR-Test hat, in dieser Zeit in einem SAH Plus Hotel sein und dann kann man das ganze Land bereisen. Das wollen sie wieder rückgängig machen und sie wollen wieder die Quarantäne einführen für alle, die nach Thailand reisen. Grund Omikron. 63 Fälle bisher hat heute der Gesundheitsminister mitgeteilt und er wird bei der nächsten Kabinettssitzung genau das in die Runde werfen und versuchen durchzubringen, dass Thailand hoffentlich nicht noch diesen Monat, aber vielleicht bereits ab Januar wieder die Quarantäne einführt für alle, die nach Thailand reisen wollen. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und ja, vielleicht hilft das Video ein bisschen für diejenigen, die noch geplant haben, im Januar oder Februar nach Thailand zu reisen. Sobald ich mehr weiß, werde ich es euch mitteilen. Es soll auch keine Panikmache sein, das ist ganz wichtig. Ich will einfach frühzeitig informieren, was jetzt aktuell gerade hier diskutiert wird. Nicht, dass jetzt noch einer bucht und dann plötzlich wieder Quarantäne machen muss, sondern lieber jetzt noch schnell abwarten mit der Buchung, wenn ihr noch nicht gebucht habt, bis man definitiv weiß, ob jetzt die Quarantäne wieder kommt oder ob es so bleibt, wie es jetzt ist. Das war's von heute. Grüße aus Thailand.